zusammen, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Sondervideo mit mir. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin der Markus Brüsche, der deutsche Schatzsucher. Ja, und bin heute wieder mit dem Bienen unterwegs auf den Spuren der Höhle. Ja, vorab möchte ich meinen Sponsor, den Tim Lemmle von www.detektoren-shop.de begrüßen. Und danke Tim für Sponsoring und für die Ausrüstung, die du mir zur Verfügung stellst. Ja Leute, heute bin ich wieder mit meinem EOS 2 unterwegs, mit der 22,5 Spule und habe immer noch die Software, die alte V.71. Ja, ich werde heute wieder mein Ackerprogramm nutzen, was ich selbst erstellt habe mit dem Werksprogramm General. Das läuft eigentlich ganz gut. Ich habe bis jetzt damit Erfolg. Also ich werde auch dabei wohl bleiben. Ja, ich nehme euch jetzt mit zu den Einstellungen. Ja, ein Intro. Da bin ich wieder. Also wir fangen jetzt an. Ich starte jetzt mal den Deos. Ihr könnt jetzt sehen, dass die 071 noch meine Software ist. Ich hoffe, das jetzt ist schwer jetzt. So, wir gehen jetzt auf Lautsprecher, weil ich keinen Kopfhörer habe. Allein für euch hier das Ackerprogramm. Wir gehen ins Menü. Disk 5.0. Im Expert-Modus ein Dreiton-Programm. Wieder im Expert. Hier könnt ihr meine Töne sehen. Der erste Ton geht von 0 bis 5. Ist 100 kHz. Der zweite von 5 bis 50 sind 470 kHz. Und der dritte von 50 bis 99 826. Aber das könnt ihr nach eurem, ja, wie ihr das am liebsten habt, selber aussuchen. So. Kronkorken ist auf 0, Notch off, der Bodenfilter auf 1 und damit sind wir auch schon in dem Untermenü fertig. Wie gesagt, Disk 5.0, Sensitive auf 96, die Frequenzweiche auf 5, die Eisenlautstärke auf 1, erkläre ich auch noch mal ganz kurz für Leute, die vielleicht neu dabei sind. Eisen nie ganz wegschalten wegen den Mischsignalen, das habe ich aber im letzten Video, was zuvor vor dem kommen wird, erklärt. Da kam nämlich diese Situation zum Tragen. Hätte man Eisen ausgeschaltet, man hätte da nicht gegraben. So, Reaktionszeit auf 2. Warum auf 2? Ja, weil der Deos 2 auch viel schneller in der Signalerkennung ist. Beim Deos 1 müsste er das auf 3 haben. Signalverstärkung auf 4. So habe ich noch den Unterschied, ob ein Pfund im Boden liegt, wie tief er ungefähr liegt oder ob irgendwas oben aufliegt. Geht er mit zu hoch, werden zwar die Töne verstärkt, aber hier habt ihr dann keine Unterscheidung mehr, ist ein Pfund noch im Boden oder wie weit er im Boden ist. So, die Ground Balance machen wir jetzt hier mit dem Pinpointer, müsst ihr nicht aus dem Menü raus, ihr seid mit dabei. So, ich stelle den jetzt erstmal auf den Boden. So, und dann pumpen. Von 30 cm aus immer schön pumpen. Eine gewisse Zeit lang, bis der Ton gleichbleibend bleibt oder verschwindet. Also hier haben wir jetzt einen Wert von 86, 87, 85 hat er sich eingependelt. Wir können jetzt noch eins machen, um das Ganze noch mal zu kontrollieren. Wir gehen jetzt mal hier auf die Frequenzweichensuche. Jetzt sucht er sich natürlich die optimalste Frequenz jetzt hierfür zum Anfangen, wenn Störungen vielleicht sein sollten. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, eine andere Frequenz. Können wir noch mal kontrollieren. So, ist alles so geblieben da. Jetzt, ach so. Ich wollte ja die Frequenz euch zeigen. Da muss ich wieder in Disk Expert. So, die Frequenz ist auf 0. Die Frequenzweiche. So, jetzt pumpen wir mal nochmal und gucken, ob jetzt der Boden sich vielleicht nochmal anpassen sollte.
85 ist geblieben, also alles in Ordnung. So, ich habe die großen Zahlen. Für alle, die es nicht wissen, ich zeige nicht jeden Pfund. Ja, was soll ich euch Scheiße zeigen oder Schrott zeigen? Das wird bei mir nur Auserwähltes sein. Das heißt also wirklich Funde, die aus der Antike sind. Oder eventuell mal ein anderer Fund, der vielleicht schön ist, aber ansonsten alles andere schneide ich hinterher raus, da der Bescheid wisst. Darum auch, früher habe ich den ersten Fund, okay, lass mal den ersten Fund. Das erste Signal, das ist Tradition, grabe ich mit euch zusammen aus und danach zeige ich euch hinter beim Ausgraben letztendlich nur die Funde, die handelsfüßen. Okay, dann sehen wir uns gleich beim ersten Signal wieder. Also bis gleich, tschüss. So, da bin ich. Erstes Signal wollte ich euch ja eben, wie ich gesagt habe, zeigen. Muss aber sagen, habt leider schon das verpennt. Ihr habt den Spaten schon im Boden reingedrückt gehabt und denkt, ach du Scheiße. Ja, da habe ich gesagt, okay, das lassen wir jetzt sein. Das ist jetzt hier mein zweites Signal. Und ich bin schon scharf. Ich habe euch mit meinem ersten Signal und danach nur noch zeige ich euch das Video. Ja, wo ich sagen kann, die kann ich euch zeigen. Schaut euch euch präsentieren. Ja. So, ich nehme euch jetzt mit. Ist ein 61er Signal, ich hoffe ihr könnt es sehen. Ich bin ein bisschen heiser. Ich hoffe ihr könnt mich gut verstehen. Wir sind auch wieder windig wie letzte Woche auf dem anderen Acker. Also seht es mir nach. Ich habe jetzt kein Außenmikrofon wie andere vielleicht. So. Wir sind im Haufen. So. Muss also irgendwo hier zwischen den Knubbel oder in einem sehr kleinen Knubbel sein, da wo der Regenwurm jetzt gerade riecht. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Filmer, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Hauptsache, ihr habt Spaß an dem, was ich tue. Okay, das ist hier in dem Knüppelchen. Da wird doch nichts Besonderes sein. Wie beim ersten war auch ein Stück Blei gewesen. Na, was ist das? Ja, ich glaube, dasselbe. Ein Stück Blei, oder? Ja, wird ein Stück Blei sein. Wie gesagt, hier ist es ziemlich schwierig. Hier liegt bestimmt viel Müll drauf. Pino hat schon viel auch an Blei und an Eisen gefunden habt da vorne. Der war ist direkt auf die Stelle gegangen. Ich war schon ein bisschen außerhalb der Suchstelle, aber jetzt bin ich auch mitten drauf. Der Pino ist gerade noch mal zum Auto gegangen. Ja, wir wollen gucken. Wir schauen mal, was uns jetzt die nächste Stunde bringt. Wenn nicht, gehen wir ab zum nächsten Acker. Aber hier war noch ein Acker, der war frei. Der ist noch gegangen, weil hier stand vorher was drauf und ich denke mal, wir sind die ersten, die jetzt nach vielen Jahren erstmal drauf sind, aber hier liegt jede Menge Schrott drauf, was man auch schon sehen kann. Also wir tun unser Bestes. Ja, wie gesagt, ich hole euch gleich bei dem nächsten Fund wieder mit dazu oder bei dem nächsten Signal, ich benenne das so, wenn es ein vernünftiges ist oder. Ich sage das immer, bei jedem Signal spreche ich das so an. Also nicht, dass er denkt, wo weiß er denn, dass jetzt da was liegt. Ja, ich weiß das nicht, nur bei jedem Fund sage ich so, jetzt haben wir hier wieder ein Signal. Okay, bis gleich dann. So Leute, Bino und ich werden abbauen. Hier ist extrem vermüllt die Stelle. Also wir haben so viel Müll, ja. Aber leider nichts gefunden, was jetzt hier auf römisch, ich sag mal, was heißt auf römisch deutet, ja klar, die Ziegel und die Scherben auch, das ist klar, aber wir haben keine Funde gemacht. Und uns ist Zeit ist zu schade, jetzt hier noch weiter Müll auszugraben. Und ich glaube, ich könnte euch das jetzt am Auto zeigen, bestimmt 30 Signale dazu, ja, also positiv. Ich habe sie nicht gezählt, aber eine ganze Menge. Also wir haben alles nur BMG, nee. 50er Patronenhülsen, Granatsplitter. Alupapier. Ja, genau, Alupapier. Jede Menge Alupapier. Ja, wie ihr sagt, wir hauen jetzt ab und ich melde mich dann gleich auf dem neuen Acker wieder.
aber erst dann bei einem ordentlichen Fund. Also da brauche ich das nicht. Ihr habt jetzt hier den Einsteigerfund eben gesehen mit dem Schrott. Ja, also mehr Schrott geht heute wirklich nicht mehr. Dann hoffen wir, dass wir was vernünftig sind. Okay, dann bis gleich. Tschüss. So Leute, wir sind auf dem neuen Acker angekommen. Meine Einstellungen sind fast identisch, außer dass jetzt hier mein Bodenabgleich runter ist auf 81 gegangen. Auf dem anderen Acker war ja bei 85. Aber ansonsten habe ich alles so belassen, wie es ist. Und ja, fange an zu suchen an. Ich werde mich jetzt nicht hier bei dem ersten, oder? Habt ihr Glück? Weil dann nehmen wir das Dreck. Ihr hört ja selber, hier ist viel im Boden drin. Oder auch, ich habe ja meinen ziemlich hochgekitzelt. In dem Sinne, ihr seid jetzt mal live dabei, dass ihr das auch mal hört. Also suchen ist nicht gleich suchen und immer finden, sondern man sucht wirklich. Ja. Also auch ich. Aber ich gebe mir immer sehr viel Mühe, genauso wie Bienen und Daniel auch. Sonst hätten wir ja nicht das Glück, dass wir immer so viel finden. Aber das hat da was mit zu tun. Wir haben ziemlich viel Ausdauer. Ja, also man gräbt wirklich, ach, was weiß ich, 50, 60 Steile aus, die echt Schrott sind, bis mal ein gutes Teil dabei ist. Ja, oder wie eben ein Acker hat. Man läuft da gut über eine Stunde drauf und hat nur Schrott. Nur Schrott. Also, das war einer jetzt meiner schlimmsten Äcker in den letzten Zeit. Aber das hat da was mit zu tun. Ja, da waren, ja, ich sag mal, Zelte drauf. Und da waren natürlich auch die Arbeiter. Und die haben natürlich ihr Bestes getan und haben da ihren ganzen Schrott hingeschmissen, von Alupapier über Kronkorken, Flaschendeckel, ja, alles durchweg. Ja. Und vor allem auch viel Militaria-Schrott, den wir da an der Stelle hatten. Ja. Und hier hoffe ich jetzt mal, dass wir hier ein bisschen mehr Glück haben, dass hier weniger Schrott ist. Signale sind genug da, ihr hört das ja, das sind aber dann so feine Eisen. Und das meinte ich ja damit, Eisensignale, die ihr hört, so mal das Knacken ganz kurz dann. Aber hier muss man auch Geduld haben. So, wie gesagt, ich melde mich gleich beim ersten Fund oder bei dem ersten Fund bei euch wieder. Dann bis gleich. So, da bin ich wieder mal. Das habe ich aber bestimmt jetzt schon, na, gefühlte 6-mal oder 7-mal gesagt. Aber jetzt bin ich aber wieder mal da. Und das werde ich bestimmt gleich auch wieder sagen. Weil nämlich, es war bis jetzt nur Schrott gewesen. Aber hier, das ist ein 9,15 Signal. Die anderen, die waren alle höher gewesen. Die waren um die 80 und das war das. Weil man immer so schön findet, die Führungsringe. Aber 9,15 Signal, ihr könnt mitgucken. So, das wird so in der Höhe des Ziegels oder zwischen dem Ziegel und den anderen Ziegeln sein. Und jetzt hoffen wir mal, dass das nicht wieder Schrott ist. Aber wie gesagt, das blende ich ja hinterher sowieso, wird sowieso rausgeschnitten. Also darum macht euch keine Gedanken, dann werdet ihr es überhaupt gar nicht sehen. Ach, der Boden ist aber auch hier extrem hart. War trocken. Nein. So, das, was ich euch gesagt habe, das wird hier irgendwo zwischen sein, zwischen dem Ziegel und dem anderen. So, wenn wir das Ganze hinstellen, ihr seid ja mit dabei, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Und ich werde den Pinpointer jetzt nehmen. Ja, das ist wirklich, wie ihr sagt, na, ein schweres Los jetzt. Die Äcker, meine schönen Äcker, die sind alle eingesät, auch der vom letzten Jahr noch im Dezember, wo ich so viel Glück hatte. Ich muss mal, glaube ich, den Detektor beiseite lehnen und ich glaube, den Spaten ein bisschen weiter weg, weil ich glaube, ich habe den dran. Na, wo ist es denn? Und da war nur Schrott jetzt wieder. Ach, ich hasse es.
Na, unter dem Stahl. Nein, auch nicht. Na, wo ist es denn jetzt? Kann er jetzt nicht sein. Ich hab doch ein Signal gehabt. Na? Ah, das ist wieder so klein, also das sind manche Teile, die sind extrem klein. Oder steht das irgendwo an der Kante von einem Stein? Oder ist das Ding überhaupt an? Ja doch. Da drin. Okay, wir müssen nochmal den Detektor nehmen zur Hilfe. Ich glaube, ich hatte eben meinen Spaten oder was gehabt. Tatsächlich. Also nicht hier vorne. Irgendwo. Und nicht da hinten. Okay, hier muss es irgendwo bei sein. So. Na, wo war der? Ja, und ich hoffe, es sieht rund aus. Ihr könnt es eventuell auch sehen. Ist es eine Münze? Ja. Der erste Volli. Oder das, was von dem Volli übergeblieben ist. Ja, auf jeden Fall schon besser als die Granatsplitter. Okay, dann melde ich mich gleich beim nächsten Fund. Und ich hoffe, das ist ein schönerer Fund bei euch wieder. Wenn nicht, eben nicht. Okay, bis später dann. So Leute, hier bin ich wieder. Hier habe ich das nächste Signal, ein 64er Signal. Könnt ihr, glaube ich, gut sehen. Und zuvor hatte ich da ein Signal und 3 Meter weiter auch, also wie gesagt. Aber hier ist wieder eins, ein 64er Signal. Ist auch nicht allzu tief, müsste eigentlich unter dem grünen Zeug hier sein, weil das jetzt gerade sieht, weil ich hochhole. Und? Ja, da ist er. Auseinandertreten. So. Nein? Doch, hier. Kurz vor dem grünen Zeug, aber wo hier muss es sein? Ach ja. Schön warm heute wieder mal. Ja, da habe ich schon. Und was ist das? Ein Splitter wieder. Nein, kein. Oder? Nee, kein. Ah, ich weiß, was das ist. Entweder ist es ein Bronzenit oder ein Doppelknopf. Ja, ich hoffe, dass ihr das so sehen könnt. Ihr würdet das ja später sauber machen sehen. Okay. Ich melde mich hoffentlich mit einem besseren Fund. Naja, bei euch wieder. Bis gleich dann. Ja, so, hier bin ich wieder mit einem weiteren Signal. Das ist ein 69er und geht hoch bis 72. Entweder hier oder hier, hier meine ich. Oder es sind zwei. Hier ist auf jeden Fall eins mit 70. So. Ihr seid mit dabei, weil der Boden ist hier ziemlich, ach, ich sehe schon, ihr könnt es auch sehen, da die Erde ist weggebrochen. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, da. Es ist rund. Jetzt lasst bitte keine Patronenhülsen. Ne, es ist ein Volli. Ach so, ja, habe ich ja gar nicht gesagt. Wir haben den Acker wieder gewechselt, ne, also. Auf dem letzten hatte ich ja den Volli und den Doppelknopf und jetzt hier nach 10 Minuten ein weiterer Volli. Ja, das ist der Acker, wo ich mit Pino zusammen war, wo die Folge, ja, das kann ich jetzt so sagen, die kommt, glaube ich, morgen geht die online, wo ich gesagt habe, hier könnte ein Volli-Hort verstreut sein. Also hier ist wieder ein Volli. Aber das hat jetzt nichts mit da zu tun, wo wir den Volli oder die Vollis gefunden haben. Ja, wir sind wieder zu dem Acker gefahren, weil wir gucken wollten, ob der noch frei ist, weil die anderen Äcker, also echt, da kam nur noch Müll heute. Okay, dann sehen wir uns hoffentlich bald nachher bei einem weiteren Fund wieder. Bis gleich. Ich wieder. Hab hier ein 59, 60er Signal. Also, ich muss euch noch was sagen. Ich bin jetzt mit meinem Waldprogramm unterwegs, um ein bisschen mehr Tiefe zu haben. Aber es läuft auch ganz gut hier. Also, ihr hört es. Hier ist das Signal jetzt.
Also es schwankt natürlich ein wenig, aber es ist ein Signal gegen. Ah, haben wir hier auch noch Eis. Aber das ist Eisen, natürlich. Da hört man das Knacken. Das ist Eisen. Aber und das ist ein sauberes Signal. Okay, ihr seid wieder mit dabei. Der Boden, der ist richtig trocken und deswegen hoffe ich ein bisschen tiefer zu kommen. So. Na, drin noch? Nee. Muss hier oben dran vorbei sein. Ja, das war ganz klein. Ich denke mal, Splitter wieder, aber dann seht ihr das sowieso nicht. Ich hoffe jetzt mal, die Kamera ist gut eingestellt dafür. Muss ich erstmal gucken. Na? Ja. Ich lege, glaube ich, mal meinen Detektor beiseite und tu mal den Spaten weg. Ich glaube, den Spaten kriege ich rein. Okay. Na? Aber wo? Na? Also hier muss es irgendwo, glaube ich, sein. Aber das ist wieder so klein. Na? Nase hierbei. Ach, guck mal. Ach je, die werden immer kleiner. Ein ganz kleiner Volli. Also, da legst du die Ohren an. Die werden auch immer kleiner hier. Aber mit dem Waldprogramm, und damit könnt ihr gut sehen, dass trotz der niedrigeren Kilohertzzahl, was im Waldprogramm, also mit dem Programm tiefer mache ich das, ist, kriegt er trotzdem noch so kleine Objekte angezeigt. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Fund. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit einem weiteren Signal. 83. Kurz hier vor der Treckerspur hier. So, dass ihr das sehen könnt. Ziemlich stabil. Ach, der Boden, der ist wirklich, also da kann man schon sagen, das Ding ist hart. So, alles draußen. Münze liegt auch draußen, ich sehe sie schon rausgesprungen aus der Erde. Ich brauche ja auch gar nichts. Ach ne, Pino! Hey, komm her, Dena! So, Leute. Ja, das hat sich jetzt verdammt gelohnt, aber es ist ein Dinner. Ja, ja, hier kann man es sehen. Ich will jetzt den großen. Ja, habe ich auch gerade. Hör ab. Nee, ist. Und, du messt mich jetzt bekloppt. Hau ab, du! Doch, ist ein Dinner. Doch. Ach, Quatsch. Doch, ich glaube, es ist einer. Das schimmert auf jeden Fall so. Pino muss auch mal gucken. Ich gebe ihm gerade mal Pino. Und ist es einer? Ich meine, ja. Ja, in der Sonne. Ist einer, ne? Ja. Ja. Aber der hat dieses Hornsilber drauf. Ja, ne? Ich sehe das, der ist verkostet. Ich glaube, der muss in meine Tasche. Ja. Also, wir laufen uns hier einen Wolf, aber da hat es sich dann. Aber ich habe auch schon 3 Vollis gefunden, so ist das nicht. Ja, Pino hat auch schon 3 Vollis gefunden. Hier ist Pino. Ja. Pino mit seinen 3 Vollis. Genau. Ja. So, ja. So, ich drehe nochmal um. So, das hat sich auf jeden Fall jetzt gelohnt mit dem Dinner. Und so kann es weitergehen. Für mich hat sich noch nicht gelohnt, Mann. Das ist eben die Ausdauer. Man muss Ausdauer haben. Ja. Aber das sag ich ja immer. Aber wie gesagt, ich bin langsam gegangen, so wie ich das auch im Pino immer sage. Und siehe da, ja, wird man belohnt. Obwohl, wie lange wir beim letzten Mal hier waren. Und wir sind auch hier durchgegangen. Ja. Da war es noch arschkalt. Ja, aber wie gesagt, ihr seht es, so kann es gehen. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, hier bin ich wieder mit einem weiteren Signal. Ein 86er springt ein bisschen. Das ist eine 94. Hier häufen sich die Signale. Hier hat der Pino gerade eins gehabt. Hier hatte ich gerade zuvor eins gehabt. Jetzt habe ich hier wieder eins. Aber das hier zuvor, das war ein Granatsplitter. Und das könnte auch einer sein. Aber das würdet ihr dann hinterher nicht sehen. Weil ich es rausschneide. So, dann wollen wir jetzt mal gucken.
So. Möhre mit raus, ist draußen, ja. In dem Knubbel hier. Im Knubbel, wo man Knubbel zertreten und dann hoffen wir, dass es dabei ist. Na? Ich hab eine schöne Sechskantmutter. Bino hat eine Sechskantmutter. Also, du tust mir wirklich jetzt. Ich hab die Schraube jetzt. Ja, jetzt hab ich jetzt die Schraube, ey. Ich schmeiße da. Ey, wenn ich die Schraube hab, schmeiße ich da an den Kopf. Okay. Also, ich würde jetzt gern die Schraube finden. Dann lassen wir es auch drin. Na, wo haben wir es? Na? 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 Oder Alufolie. Also hier zwischen. Mal gucken. Na? Wo ist das denn jetzt? Na, auch immer noch. Oh, da habe ich zwei Signale jetzt. Könnten zwei Signale sein oder habe ich da noch was? Soll ich dir helfen? Haha! Du glaubst es nicht. Aber ich zeige es jetzt. Ein Ass. Ich habe ein Ass. Aber das wird. Mal drüber gehen. Hast du heute Lotto gespielt? Ist das überhaupt ein Ass? Oder ist das überhaupt eine Münze? Gib mir mal was Wasser. Für euch machen wir das jetzt mal ausnahmsweise schon mal jetzt. Aber die Fundzusamme könnte auch was anderes sein. Weil das ist so ein komischer Punkt auf der Mitte. Weißt du? Wenn man das jetzt sauber macht, da hier haben wir was drauf. Wollen wir gucken. Nochmal. Ja, das ist ein Ass, glaube ich. Bist du sicher? Ja. Ja, wollen wir nochmal gucken. Ich mache das ungern, aber ich mache das nur für euch. Eine Sonne? Na? Oder? Doch. Doch, ist aber eins. Das ist noch gut, glaube ich. Ne? Guck mal. Es könnte doch was sein. Ist, glaube ich, noch gut. Es könnte was kommen. Also, mal rum die andere Seite. Ja, die ist auch für Pampe, ne? Ja, aber ich glaube, die ist noch richtig. Oh, scheiße. Ich glaube, die ist noch richtig gut. Nee, hier, da die Seite nicht mehr. Die Seite aber die eine sieht noch gut aus. Okay. Ist auf jeden Fall ein Ass. Auf jeden Fall ist das, ja, wie Pino schon und sagt. Das ist mein Ass. Das ist da, da ist die Götterfigur drauf, ja, jetzt sehe ich sie. Ja. Stehend. Hier ist das SC drauf, ja. Und hier müssen dann der Kopf sein. Aber die wird auch platt sein. Das wird nur so angedeutet sein. Da wird nicht mehr viel rauskommen. Ja, dann okay. Halt. Ja, ich schmeiße jetzt wieder weg. Ich schmeiße jetzt weg. Komm. Scheiß was drauf, ich entsorge sie. Pino, guck da vorne. Ich schmeiße jetzt hin. Okay, wir sehen uns gleich beim nächsten Foto wieder. Bis gleich. Nochmal. Wir sind auf dem Weg zum Auto. Hier habe ich nochmal ein Signal. Und 92er könnte ein großer Granatsplitter sein. Aber wenn es so ist, wie gesagt, werdet ihr es nicht sehen. 92, 93, sehr laut. Ja, ich finde auch platt heute, da sind wir viel gelaufen. Wir haben viele Felder überquert. Ja. Mal gucken, na, wo haben wir das? Das ist draußen. In dem Knubbel hier vielleicht. Ach, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, doch. Kamera ist eigentlich sehr gut positioniert. Na? Na? Hier, okay. Eine Münze liegt. Ah, Pino, nächster Ass. Wieder ein Ass. Aber diesmal ein etwas kleineres. Dafür habe ich heute eine Fibel gefunden. Ah, Pino hat eine Fibel gefunden. Und auch noch ein Ass. Aber wie gesagt, ich glaube, die sind tot. Die Vollis werden auch bestimmt alles Dreck sein. Aber wie gesagt, mal schauen, was mit dem Denar wird. Aber so kann es gehen. Jetzt von der Hauptstelle sind wir ungefähr 300 Meter weg, ne? 300 Meter, ja. Aber da kann man sehen, so weit außerhalb, wo dann noch die Münzen kommen. Okay, dann sehen wir uns gleich bei der Abmoderation. Bis dahin oder wir finden noch was bis zum Auto. Bis später. So zusammen. Wir sind platt, Pino und ich. Ich weiß, er hat meine Knochen. Also ich echt. Ich weiß nicht, wie viele Meter wir heute hier laufen sind. Aber das ist unmenschlich. Wir haben richtig Jassi. So, jetzt machen wir die Abmoderation und ihr seid mit dabei. Ich drehe jetzt die Kamera und wir fangen wieder mit den Schrottfunden an und dann geht es zu den Guten und zur Verabschiedung. So, alles klar, bis gleich. So, Leute, hier sind wir bei meinen
Schrottfunden. Jetzt tun wir erstmal die guten Funde, dass ihr nicht. Sind diesmal nicht viele bei mir. Dino hat ein paar mehr wieder gemacht, aber hier könnt ihr gut von oben sehen. Ja, wieder jede Menge dabei gekommen. Dino hat seine schon in das Auto gelegt. Aber hier, ihr seht ja, alles Schrott, außer 10 Cent. So, die kann ich auch noch hier rüberlegen. Ja, ja. Kannst du Kaugummi von kaufen? Kann ich mir Kaugummi von kaufen, da auf dem Acker. Aber ansonsten nur jede Menge Schrott, Blei. Ja, viele ja, Patronen, also was heißt Patronenspitzen, ein paar Patronenspitzen, aber die Granatführungsringe. Okay, wollen wir uns da nicht mit lang aufhalten. Jetzt gehen wir mal hier zu den guten Funden kurz rüber. Ja, Pino hat sich einen schönen Ziegel. Ich muss mich hier mit dem Schrott umschlagen. Ja, auf jeden Fall sind hier ein paar Münzen, die ich gefunden habe, die ihr hinter nach der Reinigung seht. Hier die zwei Asse, die ich zum Schluss gefunden habe. Da ein paar Follies, also 3, 4, 5 Follies. Und der Denar. Aber was das jetzt ist, will ich auch nicht lang drüber rumreiben. Und hier natürlich der Doppelknopf. So, Pino, seine Sachen sind hier. Pino hat wieder heute, wie er zum Auto gegangen ist, diese Fibel gefunden. Also wieder eine Fibel von dem Acker. Ja. Und auch ein Ast gefunden, aber das ist schon ziemlich platt und auch ein paar Follies. Und natürlich, Pino hat jetzt hier alles drauf liegen, auch normale Münzen. Ja, ja, also nicht nur den römischen. Ja, genau, römischen. Und dann hier wie hier eine Schuhschnalle. Dann hier die Nummer. Ist das, oder ist das da das Ast? Nee, normale Münzen. So eine, ich glaub, ja, genau, und schönen Knopf hat er auch noch hier. Also mit so Blümchensmuster, aber durchbrochen. Ja, wie ihr sagt, hier wieder so eine einfache Soldatenfibel. Da ihr mal seht, ohne Nadel, aber diesmal, ja, und jede Menge, ja, hier das Ass, das ist natürlich leider platt, warum auch immer, hier auf dem Acker kommen die Münzen also nicht so gut. Ja, hier normal und dann hier die Follies eben halt, ne, die typischen Follies, die müssen erstmal sauber gemacht werden, zu gucken, ob überhaupt noch was drauf ist, ne, also hier, da sind zwei, glaube ich, da könnte noch was drauf sein, ja, hier auf den zwei hier. Ja, dann einen schönen Terrasiclata-Boden vom Gefäß, also einen richtig großen. Ja, normalerweise, wenn man Glück hat, wenn man die findet, sind da auch manchmal Stempel drauf. Nur bei dem weiß ich jetzt nicht, weil hier ist jetzt noch die Ecke verdreckst, muss der Pino zu Hause sauber machen. Okay, nehmen wir das hin und machen unser Abmodell. Bei mir knackt aber auch alles. Weil ich bin sehr knackig geworden. Also, so, überdrehen die Kamera mal wieder. So, Kamera ist gedreht. Der alte Mann setzt sich. Ja, ich bin noch alt. Ich bin älter geworden. Ich merke das an meinen Knochen. Auf jeden Fall älter als ich. Aber das drehe ich immer noch ein wenig Klasse zu Hause. Alter. Ich kann schneller laufen. Du kommst nicht weg. Da kommt der Kanickelfanggriff in der Technik und dann jeder einmal knickknack. Und dann ist der Kopf ab. So einfach ist das. Ja, wie gesagt, das ist halt nur Spaß bei uns. Also wir machen, haben immer unseren Spaß. Und das sollte ja auch beim Suchen sein, wenn man mit Freunden unterwegs ist. Ja, der Dani leider, der musste arbeiten, wie gesagt. Ich hoffe, dass er bei den nächsten Runden wieder mit dabei ist, aber als Chirurg. Daniel ist Arzt oder vielmehr Chirurg und ja, der muss natürlich die Leute gesund machen und dafür ist er natürlich dann auch Tag und Nacht immer im Einsatz. Ja, okay, nochmal zum Schluss ein Gruß an meinen Sponsor, an den Tim Lemle von www.detektoren-shop.de. Danke Tim, dass du mich tatkräftig unterstützt auch mit Detektoren und mit dem Zubehör und was weiß ich nicht all. Und vor allem, dass du hinter mir stehst, egal bei was jetzt auch noch kommt. Ja, euch wünsche ich eine schöne Zeit. Wie gesagt, die Feldersaison geht zu Ende. Ich glaube nicht, dass nächste Woche, aber ich versuche noch mal nächste Woche ein Video zu machen. Aber ich glaube, dann sind die Äcker fertig und danach jedes für mich in andere Gefilde, sagen wir es mal so. Da sind wir wieder woanders unterwegs. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Habt euch wohl. Bis dahin. Tschüss.
Bino! Und ich, euer Markus. Oh wei, ey, das hier wieder ein Video, ja. Ihr lacht euch kaputt. Mir ist das egal, ich bin platt. Bis dahin, tschüss. Ciao.